Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Auch wenn dieser Satz bekannt wurde als der Werbespruch der Bild-Zeitung, so passt er eigentlich viel besser zu den Leuten, die wir euch heute präsentieren. Sie alle stellten sich mutig gegen mächtige Autoritäten und obwohl sie viel zu verlieren hatten, klagten sie das an, was ihnen nicht passte. Beginnen wir direkt mit der mutigen Rede von Savannah, einem 12-jährigen Mädchen, das Mitglied der Mormonengemeinde Utahs ist. Anhänger der Mormonen gelten als äußerst strenggläubig und haben in der Regel ein sehr traditionelles Weltbild. Beispielsweise dürfen Missionarinnen der Mormonen erst seit einigen Monaten Hosen statt Röcken tragen. Savannah ist überzeugte Mormonin. Allerdings ist sie auch lesbisch und will, dass die konservative Glaubensgemeinschaft sie trotzdem so akzeptiert, wie sie ist. Dafür plante Savannah monatelang eine Rede, in der sie über ihre Gefühlslage spricht und sich öffentlich outen möchte. Und zwar im mormonischen Gottesdienst. Tatsächlich hielt sie diese Rede auch. Nachdem sie sagte, dass sie lesbisch ist und sich nicht dafür schämen will, ist ihr plötzlich der Ton abgestellt worden. Anschließend sagte ihr ein Mann, sie solle bitte das Rednerpult verlassen. Unter Tränen geht sie dann zu ihren Eltern, mit denen sie anschließend auch die Kirche verlässt. Trotz einer mutigen Rede und vieler Argumente hat Savannah nur Ablehnung erhalten. Doch wer jetzt denkt, sie könne einfach aus der Kirche austreten, da sie sowieso keine Akzeptanz erhält, liegt leider falsch. Ein Austritt aus einer Mormonengemeinde gilt als äußerst schwierig und ist mit viel öffentlicher Demütigung verbunden. Es bleibt also abzuwarten, wie Savannah nun mit ihrem Schicksal umgeht. Machen wir weiter mit der Rede von Johannes Bachmeier. Auch wenn es hier nur um Fußball geht, ist die Rede wohl ein klassisches David gegen Goliath-Szenario. Bevor wir die Rede zeigen, müssen wir erst einmal erklären, um was es eigentlich geht. Uli Hoeneß, der amtierende Bayern-Boss, gilt allgemein als der Urvater des modernen internationalen Fußballclubs Bayern München. Er machte sich deutschlandweit nicht nur als Spieler einen Namen, sondern schaffte es, den FC Bayern zu dem Top-Club zu machen, welcher er heute ist. Auch wenn Hoeneß heute bei vielen Vereinsmitgliedern noch ein hohes Ansehen genießt, begann vor allem sein öffentlicher Ruf in den letzten Jahren immer mehr zu bröckeln. 2013 kam es sogar zu einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung und Hoeneß erhielt eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Doch trotz des Gefängnisaufenthalts wurde er mit über 98% der Stimmen als Präsident des FC Bayern München wiedergewählt. In dieser Amtszeit traf er allerdings einige fragwürdige Entscheidungen und vergriff sich des Öfteren auch im Ton. Trotz seines absoluten Kultstatuses bei den Bayern traute sich der Bayern-Fan Johannes Bachmeier bei der Jahreshauptversammlung eine Rede zu halten. Und die hat es ganz schön in sich. Ein Ehrenspielführer ist nicht zu verbannen. Das ist nicht Ihr Stadion und der Verein ist nicht Ihr Eigentum. Wir gehen zum einen PSG übel an als Staatsverein von Katar. Aber das Sponsoring aus Katar, das nehmen wir gerne an. Bachmeier kritisiert Hoeneß Führungsstil und das, obwohl dieser direkt neben ihm sitzt. Sie treten regelmäßig nach gegen Klinsmann, Van Gaal, Nährlinger, Sammer, Costa, Bernat. Ja, sogar indirekt über Heynckes war zu lesen, als Kovac kam, jetzt wird wieder richtig gearbeitet. Ist das das Bild eines Weltvereins im Umgang mit seinen ehemaligen Angestellten? Er beendet seine Rede mit dem Sammer-Zitat, der FC Bayern ist keine One-Man-Show. Hoeneß reagiert sofort auf die Rede und erklärt, da waren so viele Unwahrheiten drin, dass wir 3 Stunden bräuchten, um das zu diskutieren. Ich lehne eine Diskussion auf dem Niveau total ab. Doch trotz all der Kritik und vielen guten Argumente brachte die Rede bei den Vereinsmitgliedern kein Umdenken. Wenige Tage später wurde Hoeneß erneut mit großer Mehrheit zum Bayern-Präsident für die kommenden 4 Jahre gewählt. Als nächstes kommen wir zu einer Rede, die aktuell dazu führt, dass immer mehr Jugendliche auf die Straße gehen und protestieren. Nein, es geht nicht um Artikel 13, sondern um den Klimaschutz. Die Fridays for Future-Demos hatten ihren Ursprung in dem Protest von Greta Thunberg.
Thunberg. Die 15-jährige Schwedin protestierte bereits seit langem gegen die Klimapolitik und das fehlende Bewusstsein dafür, sich mehr für den Umweltschutz zu engagieren. Ihren Protest startete Greta alleine, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie durch eine Rede schlagartig weltweite Bekanntheit erlangte. Auf der UN-Klimakonferenz sprach Greta vergangenes Jahr vor den anwesenden Politikern über den Klimawandel. Doch Greta machte es anders als viele andere Redner. Statt dass sie Probleme anprangert, macht sie den Anwesenden ganz konkret Vorwürfe. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. Ihre Rede wird schließlich zur Kritik an einem System, über das sie sagt: Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. Am Ende der Rede erklärte Greta noch Maßnahmen, wie man laut ihr den Klimawandel noch verlangsamen kann. We need to keep the fossil fuels in the ground. And we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. The real power belongs to the people. Die echte Macht liegt bei den Menschen, erklärt Greta, und sollte damit Recht behalten. Ihre Fridays for Future-Demonstrationen wurden inzwischen zu einem weltweiten Phänomen. Durch Gretas Ambitionen wurde bei vielen jungen Menschen ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass Klimawandel schon jetzt eine reale Bedrohung ist, die man auch jetzt schon aktiv bekämpfen sollte. Machen wir weiter mit einem anderen mutigen Beitrag eines Einzelnen gegen eine mächtige Autorität. Genauer gesagt, die höchste Autorität in Deutschland, und zwar Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Auszubildende Alexander Jorde war 2017 zu Gast in der ARD-Wahlarena. In der Sendung stellte sich Kanzlerin Angela Merkel den Fragen verschiedener Menschen aus der Bevölkerung. Alexander Jorde machte eine Ausbildung zum Krankenpfleger und prangerte in seinem Appell an Merkel die heftigen Zustände an, unter denen Pfleger in Deutschland tagtäglich arbeiten müssen. Er beginnt mit der Aussage, dass die Würde des Menschen ja eigentlich unantastbar sei, sie in der Pflege allerdings immer wieder verletzt wird. Die Zustände wären unakzeptabel und Jorde wirft Merkel vor, dass ihre Regierung in 12 Jahren kaum etwas für die Pflege und den Beruf des Krankenpflegers gemacht hat. Er fordert eine Quote und ein Limit für maximal zu betreuende Patienten pro Krankenpfleger. Merkel antwortet, dass zwar auch in Zukunft nicht alles einfacher wird, aber 2 neue Gesetze sowie höhere Beiträge die Situation bald verbessern sollten. Doch Alexander Jorde reicht diese simple Abfertigung nicht. Er will eine Antwort, die bekräftigt, dass sich die Politik diesem Problem wirklich annimmt. Und so antwortet er Merkel umgehend. Ich hoffe, dass wenn wir uns in 2 Jahren wiedersehen würden, dass es dann etwas besser ist. Das kann gar nicht funktionieren. Warum kann es nicht funktionieren? Ja, wie wollen Sie es denn schaffen, dass in 2 Jahren schon mehr Pflegekräfte da sind? Die fallen nicht vom Himmel und man kann sie auch nicht alle aus dem Ausland holen. So, und jetzt frage ich Sie auch, wie möchten Sie es denn erreichen? Es fehlen 100.000 Pflegekräfte in Deutschland. Der Altersschnitt auf den Stationen der Pflegekräfte liegt bei 45, wenn diese Generation noch in die Rente kommt. Und dann kommen jetzt in den nächsten Jahren noch mal circa 1 Million Pflegebedürftige dazu. Das wird eine Katastrophe werden in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen. Da haben wir einen riesen Personalmangel, das muss ich anerkennen. Notfalls müssen wir eben auch Pflegekräfte aus europäischen Ländern zum Beispiel noch mit dazu nehmen. Aber wir müssen es vor allen Dingen auch hier zu einem attraktiven Beruf machen. Und das heißt, in den Tarifverhandlungen muss auch besser bezahlt werden. Wenn ihr euch fragt, wie es denn aktuell in der Pflege aussieht, können wir sagen, dass die Situation sich zwar weiter verschlechtert hat, die Politik jedoch inzwischen erste Maßnahmen traf, um dem Pflegemangel entgegenzuwirken. Ein neues Milliardenpaket der Regierung soll den Beruf Pfleger wieder attraktiver machen. Doch bei 40.000 offenen Stellen wird das Problem wohl auch in Zukunft noch weiter bestehen. Kommen wir jetzt zur letzten mutigen Rede für dieses Video. Diese führt uns einige Zeit zurück, und zwar in das Jahr 1973. In diesem Jahr sollte dem berühmten amerikanischen Schauspieler Marlon Brando ein Oscar verliehen werden für seine Hauptrolle in dem Film Der Pate. Doch Marlon Brando lehnte den höchsten Preis der Filmbranche ab, denn er hatte viele Probleme mit der modernen Filmindustrie. Ihn störte Hollywoods Darstellung von
Minderheiten, unter anderem von amerikanischen Ureinwohnern, weshalb er entschied, nicht zu der Preisverleihung zu kommen. Doch statt einfach abzusagen, schickte Brando Citrine Littlefeather, eine amerikanische Schauspielerin mit indianischen Wurzeln, zu den Oscars. Schon als Littlefeather die Bühne betrat, hörte man einige verwunderte Rufe. Sie begann ihre Rede damit, sich vorzustellen und erklärte, dass sie im Auftrag von Marlon Brando geschickt wurde und für ihn eigentlich eine lange Rede halten sollte. Doch das konnte sie nicht, wegen einem Zeitlimit von einer Minute. Danach erklärte sie, dass Marlon Brando diesen ehrenvollen Preis nicht annehmen könne. Und zwar aufgrund der schlechten Behandlung von amerikanischen Ureinwohnern und der indianischen Gemeinde durch die Filmindustrie. Sofort nachdem sie dies sagte, ertönten laute Buhrufe, aber auch vereinzeltes Klatschen. Wenig später verließ sie die Bühne wieder. Und ihr Leben war danach für immer verändert. Als Schauspielerin bekam sie kaum noch Aufträge, doch in der indianischen Gemeinde ist ihr Name bis heute allen bekannt. Das war's auch schon mit unserem Video über mutige Menschen, die sich trauten, ihre Meinung zu sagen, auch wenn es nicht leicht war. Kennt ihr noch andere Menschen, die sich so etwas trauten? Das war's jetzt erstmal mit Wissenswert. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut!